Reise mit. Mach einfach. Freunde, herzlich willkommen. Es juckt mich gerade am Bein. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin heute wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Falls nicht, ihr wisst, wo die Tür ist, um euch wieder zu verpennen. Nein, Spaß. Natürlich dürft ihr trotzdem hier bleiben, auch wenn ihr schlecht gelaunt seid. Hi, ich bin Cedric, falls du mich noch nicht kennst. Ich mache jeden Tag Videos auf diesem scheiß Kanal. Jetzt ruft mich ein Kumpel an. Mach einfach. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich bin Cedric. Ich lade jeden Tag hier auf YouTube Videos hoch. Jeden Tag um 14 Uhr. Nur für dich und deine Freunde und alle anderen, die gerne schauen. Also, falls du noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Kannst mir sonst auch auf Instagram folgen, falls du mich attraktiv findest. Kannst mir in die DMs leiten. Vielleicht daten wir uns bald und sind bald verliebt, verlobt, verheiratet. Okay, vielleicht auch nicht, aber ey, man weiß nie. Auf jeden Fall reagieren wir heute auf ein Promi-Flash-Video, liebe Freunde. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Promi-Flash reagiert habe. Auf jeden Fall gibt es eine Influencer-Mama, die mit 14 Mutter geworden ist. Okay, schön und gut, haben wir alles schon mal gehört. Und ihr Freund, der mit dem Dödel, der das Baby produziert hat, ist 11. Und ich dachte mir, das klingt mal nach was Interessantem. Da schauen wir mal rein, liebe Freunde. Also holt euch Snacks, macht euch gemütlich, lehnt euch zurück, macht euch gerne auch einen Tee, wenn ihr Bock habt. Und ja, Lagerfeuer ist an. Es ist gemütlich. Hier ist gemütliche Atmosphäre. Atmosphäre. Wahrscheinlich Atmosphäre. Atmosphäre. Desinfiziert euch natürlich auch die Hände. Das runterklaufen. Haha. Wir fangen an mit dem Video. Let's go, der Hase hoppelt. Neumama Daria Sutnitschnikova ist wieder Single. Mitte des Jahres schlägt ein Auftritt der Neumama Daria Sutnitschnikova. Geht's mal davon aus, es ist Russisch, oder? Aber warum machen die Russen so kompliziert? Warum wird es hier so kompliziert schon direkt? Junge, Nachname mit 27 Silben. Hey, Lenei. Influencer-Mama in der russischen TV-Show On Air Live hohe Wellen. Die 14-Jährige ist schwanger. Nein. Und plant ihr Baby. Das ist der 11-jährige Freund. Du willst mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch gerade alle einmal hops nehmen. Wollt ihr? Wollt ihr? Wir finden es ganz leicht heraus. Wenn ich treffe, wollt ihr mich hops nehmen. Wenn nicht, wollt ihr nicht. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Wie mit einer ganz besonderen Unterstützung großzuziehen. Neben ihrer Familie soll ihr auch ihr damals 10-jähriger... Er war sogar 10. Haltet euch fest. Hilfe, haltet euch fest. 10. Mit 10 habe ich noch an meinem Daumen genuckelt, Junge. Wie soll der denn ein Kind produzieren? Freund Ivan zur Seite stehen. Daria und Ivan freunden sich immer mehr mit dem Gedanken an. Ich heule. Also ich bin ein bisschen überfordert, aber vom Prinzip her alles noch im grünen Bereich. Ich atme noch. An in ihre baldige Elternrolle zu schlüpfen. Doch das Liebesglück hält nicht an. Vor wenigen Tagen zieht Ivan den Schlussstrich. Er trennt sich von Daria. Nein. Doch. Mit 11 Jahren Trennung. Dabei hatte das doch so Zukunftspotenzial. Mit 11 Jahren ist halt das Ding so, dass du halt schon weißt, wo du im Leben stehst. Du weißt alles ganz genau, wie es dir geht, was du arbeiten willst, was du arbeitest, wie man mit Kindern umgeht, wie man mit verschiedenen Situationen umgeht, wie man Auto fährt. Natürlich kannst du schon Auto fahren mit 11. Du bist schon in deine erste eigene Wohnung gezogen mit 11. Logisch. Logisch, man hat einfach schon alles im Griff und dann eine Trennung ist natürlich suboptimal. Ihr Vorhaben, den heute 11-Jährigen in ihre kleine Familie mit einzubeziehen, geht nicht auf. Wie geht es der Teenie-Mutter ohne ihren Liebsten? Die Rothaarige gesteht, sie ist von der Trennung überrascht. Ich komme nicht klar. Ich sag's euch, wie es ist. Ich komme nicht klar. Sie ist überrascht von der Trennung. Oh, okay. Da, wir расстались. Почему? Если бы я только это знала. Этот придурок меня бросил. Wahrscheinlich hat sie gesagt, dieser Blödmann hat mich verlassen, oder? Hat sie das so gesagt? Dieser Blödmann hat mich verlassen und den Grund nicht genannt. Na, vielleicht liegt es daran, dass er nicht auf Ältere steht. Weißt du, du bist schon 14, er ist erst 11. Da ist halt 3 Jahre schon wild, ne? So ein Riesen und, also, vielleicht steht er halt nicht auf Mamis. Причина, естественно, не сказал. Как он сказал, сама подумай. Якобы у него там какая-то веская причина, чтобы бросить меня. Oder er hat schon eine andere im Blick. Ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber kann auch sein, er hat schon die Augen offen für was Neues. Я не понял, какая. Ihm hinterher trauern will die Russin dennoch nicht. Nein. Denn Daria offenbart, dass die Beziehung zu Ivan alles andere als einfach ist. Ja, das wäre hinterher trauern, wäre jetzt auch kindisch. Kindisch.
Das wäre ja super kindisch. Und wir sind ja jetzt hier nicht im Kindergarten gerade, ne? Хочу я его вернуть? Нет. Почему? Во-первых, он два чертовых месяца мне врал, то, что он любит... Ich frage mich in dem Alter, was sind die Beziehungsprobleme, die man hat? Sie sagt gerade, er hat sie belogen. Ich frage mich, inwiefern, was ist da so vorgefallen? Wie hat er sie belogen? Ich habe nicht dein Lieblingsmalbuch genommen, obwohl er dort eine ganze Seite ausgemalt hat. Das sind die Lügen, die man mit 11 und 14 halt sich gegenseitig ballert, oder? Oder was will er denn belügen? Ich mit 10 konnte ich noch nicht mal lügen. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Wenig später findet Daria im Netz heraus, was den Jungen angeblich dazu bewegt, das Verhältnis zu ihr zu beenden. Jetzt bin ich aber gespannt. Er hat die Vermutung, dass sich seine Freundin hinter seinem Rücken mit einem anderen trifft. Bro, gibt's auch schon Single-Börsen für 14-Jährige? Hatte sie statt Tinder, hatte sie Kinder oder was? Ich check's grad nicht. Was für ein 10-Jähriger hat Vermutung, sie chillt mit anderen? Wilde Sache. Ich hab verstanden. Wir sind hier gerade auf anderen Universen unterwegs, liebe Freunde. Das sind Dinge, die wir nie verstehen werden. Das, was wir uns hier gerade angucken, das passiert auf einem anderen Universum. Das ist nicht auf dieser Welt. Das glaube ich nicht. Мне вот просто интересно, где я нашла время с ребенком сходить к бывшему? Да тем более, если бы это даже так и было, то где это доказательство? Правильно, их нету. Richtig, es gibt keine. Keiner kann das beweisen. Die Mutter der kleinen Emily. Ja, und jetzt ist schon zu spät. Dein 10-jähriger Freund hat dich verlassen, Alter. Was machst du jetzt? Wie wär's mit einem 25-Jährigen oder so, der bei einer Bank oder so arbeitet, der wenigstens Gehalt reinkriegt? Versuch das mal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sie ist 14. Er ist 11. Sie glaubt aber gar nicht daran, dass Ivan hier den wahren Grund nennt. Sie hat den Verdacht, dass Ivan Daria durch eine neue Flamme ersetzt. Oh. Ich glaube, dass das nicht der Grund für die Trennung ist. Ivan hat am nächsten Tag nämlich eine neue Freundin. Aber die Trennung... Junge, was geht in Russland ab? Ich weiß nicht, ob es jetzt... Doch, es wurde schon gesagt, dass es Russland war, ne? Aber was geht in Russland? Ey, ich muss nach Russland. Da findet man anscheinend schnell eine Freundin. Oder ist das nur im U18-Alter? Ich bin lost gerade, Leute. Ich bin raus. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Habt ihr euren Tee schon getrunken? Habt ihr ihn vielleicht auch wieder ausgespuckt? Ich weiß nicht. Wie sieht es bei euch zu Hause gerade aus? Zittert ihr? Seid ihr nervös? Kriegt ihr Gänsehaut? Ich würde es gerne wissen. Ich bin überfordert. Ey, Hilfe, Hilfe. Cringe-Trompete. Einmal. Jetzt geht's mir besser. Ey, Hilfe. Tut dem Netzstar offenbar gut. Ihren Fans fällt auf, dass sich die Jugendliche optisch verändert. Damit hat offenbar auch ihr... Sie wird halt auch reifer, ne, jetzt. Das ist halt auch normal, dass sie sich optisch verändert, weil man wird auch reifer. Nach einer Beziehung hat man immer einen Glow-Up, nach einer Trennung. Ex zu tun. Jetzt kann ich mich schminken. Er hat es mir verboten, auch als ich mir die Augenbrauen geschminkt habe. Tamer hat mein Make-up weggewischt. Ich weiß nicht warum. Ich durfte mir auch nicht die Haare färben. Er meinte immer, dass mir das nicht steht. Ich durfte auch keine neuen Klamotten kaufen. What the fuck? Wen wollt ihr alle hier verarschen? Wen wollt ihr hier verarschen? Ich komme nicht klar. Auch wenn sich die 14-Jährige nicht länger von ihrem Freund einschränken lässt, muss sie ab sofort wohl ohne ihn zurechtkommen. Vor allem in der Rolle als... Ich bin raus. Ich bin jetzt doch raus, oder Leute? Ich bin doch jetzt einfach raus. Daria anfänglich auf Ivans Unterstützung. Denn nach der Entbindung fragt sie sich noch die grundlegendsten Dinge. Wie wickle ich? Wie mache ich sie sauber? Wie gibt man die Brust? Wo ist überhaupt meine Brust? Habe ich schon eine Brust? Bruder, ich bin so lost gerade. Wow, das ist dieses andere Lost, was ich gerade bin. Doch die Mutter wächst mit ihren Aufgaben und gibt ihren mittlerweile über 500.000 Instagram-Followern... What? 500k? Warum war ich mit 14 nicht so schlau und hab irgendwas geschwängert, was gerade vor mir rumküpft ist? 500.000 Follower, ey. Leute, ich weiß nicht, ob ihr schon mein Instagram kennt. Aber ich bin noch lang nicht bei 500k. Herzlich willkommen, herzliche Einladung. Hier ist eure Einladung. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Lasst mir gerne ein Follow da. Wenn wir 500k voll machen, mache ich auch ein Baby irgendwo rein, okay? What the fuck? Regelmäßig süße Einblicke in ihr Mama-Dasein.
Ob Daria und Ivan irgendwann wieder zueinander finden. Aber man muss auch sagen, schnuckeliges Pärchen, die zwei, ne? Schnuckeliges Pärchen einfach. Kann mir richtig gut vorstellen, wie die Hand in Hand in den Kindergarten gelaufen sind. Bleibt abzuwarten. Auf die weiteren spannenden Herausforderungen in Sachen Liebe wird der Teenager seine Fans sicherlich auch in Zukunft hautnah mitnehmen. Denkt ihr, sie macht so Werbung und so auch? Denkt ihr, sie macht so richtig Werbung? So Smile Secret, so schiebt sich das so ins Maul und sagt so, oh, this is working really good with my handy, you can easy do it and what the fuck and don't and Denkt ihr? Ich komme nicht klar, aber irgendwie muss sie ja jetzt ihre Windeln finanzieren. Ey, was ist das für ein Video gewesen? Wirklich, das war Kulturschock für mich gerade. Kulturschock, ich sag's wie es ist. Kulturschock, liebe Freunde. Ey, mich würde echt interessieren, wie das jetzt bei euch war. Leider sind meine Kommentare deaktiviert seit 2,5 Jahren. Danke YouTube, Kuss geht raus an dich. Ihr könnt mir aber, wie gesagt, gerne mal auf Instagram eure Meinung dazu schreiben. Die mir eh schon folgen, können ja mal kurz einfach switchen. Und die anderen, die noch nicht folgen, folgt gerne rein. Und lasst doch gerne ein Abo hier da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wäre natürlich geil, auch die 500.000 auf YouTube. Sie hat 500.000 auf Insta. Wäre natürlich auch geil, die 500.000 auf YouTube zu erreichen. Deshalb abonniert gerne, aktiviert die Glocke. Verpasst nichts mehr. Morgen kommt das nächste Video, 14 Uhr. Haut rein, wir sehen uns. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze.